Ich komme jetzt aus dem Kontext von afrikanischen Ländern und möchte da vielleicht mal ein paar Punkte rausstreichen, wo digitale Lehre einiges beitragen kann. Das ist zum einen mal die rasante Bevölkerungsentwicklung. Sie wissen wahrscheinlich, im Durchschnitt 4, 5, 6 Kinder, im Gegensatz zu Deutschland mit 1,3. Das bedeutet, für diese wachsende, rasant wachsende Bevölkerung brauchen wir erheblich mehr Bildungsangebote. Die Strukturen sind nicht da, um so viele Bildungsangebote in alle Regionen zu bringen. Da können wir mit dem digitalen Lehre beitragen, dass die Verbreitung von Bildung in ländlichen, aber auch in städtischen Gebieten verbessert wird. Warum auch in städtischen Gebieten? Infrastruktur, Großstädte, Nairobi, Dar es Salaam, heißt, wenn man da von einem Teil zum anderen der Stadt kommen will, braucht man 2, 3 Stunden. Das heißt, um Bildung in Anspruch zu nehmen, ist es nicht mehr möglich, immer zu reisen. Und das ist sicher ein wichtiger Grund, ein wichtiger Beitrag, eine Problemlösung mit zu unterstützen. Des Weiteren, gerade in afrikanischen Ländern haben wir zu wenig Lehrkräfte und Professoren. Das heißt, wenige Fachleute, die die Bildung unterstützen können, können auch durch digitale Lehre entlastet werden. Und damit haben wir wieder mehr Bildungsmöglichkeiten im ländlichen, aber auch im städtischen Gebiet. Smartphones ist eine Herausforderung. Wir haben diskutiert, dass die afrikanischen Länder viel weiter in der Nutzung von Smartphone-Möglichkeiten mit dem Bezahlsystem sind. Jeder hat ein Smartphone. Wir können das also in Zukunft auch stärker nutzen und wir Deutschen können da auch ein Stück beitragen, dass dieses Mobile Learning verbreitet wird. Weil das wird gerade den Entwicklungsländern gerecht, wo jeder mindestens ein Handy hat und auch über das Handy dann ins Internet gehen kann. Herausforderung ist sicher auch, dass wir unsere ganzen Inhalte, die es im Internet gibt, zu den Bildungsangeboten schon auf Afrika, auf die Entwicklungsländer zuschneiden müssen und auf Augenhöhe mit unseren Partnern entwickeln müssen.